Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer weiteren schnellen Platin hier auf meinem Kanal. Das Ganze machen wir heute mal hier mit Mina und Michi. Das Ganze gibt es für 4,99 € im PSN Store zu kaufen. Ist Cross-Buy PS4 und PS5. Ja, bedeutet, wir bekommen für einen Kauf wieder zwei Versionen, dementsprechend auch Doppelplatin möglich. Und wer einen US-Account hat, kann sich das Ganze dort auch noch kaufen und kann somit vierfach Platin holen. Ich habe das Ganze hier schon doppelt platiniert auf meinem Original-Account. Ich werde es euch mal ganz kurz zeigen. Ja, da habe ich es schon, PS4 und PS5, ja, habe ich platiniert. Ja, habe das Ganze noch nicht aufgenommen, dementsprechend, weil ich mir einfach den Weg ein bisschen einprägen wollte und wo die Items liegen. Und werde das Ganze dementsprechend hier auf meinem US-Account machen. So. Da hauen wir das Ding direkt mal an hier, würde ich sagen. Ja, das Ganze ist von Rattalaika Games, ja, kennt ihr ja. Die haben jetzt auch mal endlich hier ein Cross-Buy-Game rausgebracht. Ja, gibt es ja noch nicht so viele von denen, was Cross-Buy angeht. Aber ich hoffe, dass sich das Ganze jetzt hier mal ändert. Ja, hätte ich mal nichts dagegen. So, hier können wir unsere Sprache auswählen. Das machen wir auf Deutsch. Und starten ein neues Spiel. Die Schwierigkeit machen wir auf leicht. Und hier die Jahreszeit. Ja, könnt ihr machen, wie ihr das wollt. Ich lasse das Ganze hier auf Sommer stehen. Ja, hat auch keinen Einfluss auf die Platin. So, hier das können wir überspringen. Alles mit X können wir das wegdrücken. Und hier könnt ihr euch die Steuerung anschauen. Ja, mit links bewegt Damina, mit rechts Michi und dementsprechend L2 und R2 dazu schieben. Also wir können da gewisse Blöcke schieben und auch angreifen. So, dann starten wir das Ding jetzt hier mal. Let's go. Ja, am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hier zwei Charaktere gleichzeitig zu steuern. Ja, am Anfang bin ich da ein bisschen wie rumgelaufen, aber mittlerweile, ja, geht's eigentlich. So, jetzt stellen wir uns mit einem Charakter hier auf den Button und gehen mit dem anderen hier rechts durch das Tor. Sammeln hier das Item ein. Ja, gibt's schon die erste Trophäe hier. So, marschieren wir hier weiter. Hier sind die Blöcke, von denen ich geredet habe. Ja, das Ganze machen wir jetzt einfach mal hier mit der Mina. Und drücken einfach L2 dabei. Ja, die müssen wir immer hier auf diese Buttons da stellen. Zack. So, jetzt können wir hier mal nachziehen mit dem Michi da. So, lassen wir den auch einschieben. Zack. Dann ist das Tor hier auf. Gibt's die nächste Trophy hier. Na, kommst du da runter? So, sammeln hier diesen silbernen Schlüssel ein. Dann hier den silbernen Schlüssel. Und dann können wir hier direkt wieder zurück. Also ihr müsst nicht immer... Wir können ja zum Beispiel hier die Mina stehen lassen. Im Ecken. Und können hier mit dem Michi nur gehen. Ja, solange man das Tor hier sieht, ja, und durchkommt. Ja, jetzt gehe ich hier mal ein Stück runter nach links. Und gehe oben mit dem Michi weiter nach links. Und dann sind wir wieder hier. Öffnen hier das Tor. Ja, das müsst ihr immer mit der Mina machen. Also irgendwie kann der Michi wohl keine Tore öffnen. Ja, also bisher hat das bei mir immer nur mit der Mina funktioniert. Und noch ein kleiner Hinweis hier, der Michi da, wenn der ist immun gegen alles, ja, also der kann da in die Gegner reinlaufen, dem passiert da gar nichts, ja, der kann da auch in Fallen reinlaufen, also, ja, der ist immun gegen alles. So, jetzt machen wir hier wieder diese Blöcke da auf die Buttons. Und solltet ihr euch da mal irgendwie verschieben oder so, geht einfach kurz aus diesem Level da raus. Also aus diesem Raum, wie immer man das nennen mag. Kommt nochmal rein und dann ist das Rätsel wieder genullt. So, jetzt ist da unten eine Tür aufgegangen. Auf der linken Seite. Da gehen wir jetzt mal rein. Zack. So, jetzt stellen wir einen Charakter hier auf den Button, gehen mit dem anderen durch und dann schwupps, kommt der nächste nach und weiter geht's. Also macht echt Spaß. Also ihr könnt das Ganze, wie gesagt, auch Koop spielen. Ihr müsst das nicht alleine machen. Wie gesagt, ihr steuert hier zwei Charaktere. Und wenn ihr jetzt gerade einen Freund bei euch sitzen habt, drückt ihm einfach mal einen Controller in die Hand, ja, und macht das Ganze zusammen. Ja, es ist einfacher, es macht mehr Spaß. Ja, ich meine, es macht doch so Spaß. Aber zu zweit ist halt immer cooler, ja. Ja, irgendwie ist ja dieses Couch-Koop ein bisschen ausgestorben, finde ich. Was ich meiner Meinung nach sehr, sehr schade finde. Alles läuft nur noch irgendwie online ab. Also die coolen Koop-Games wie früher, ja, ist irgendwie ausgestorben, finde ich ein bisschen schade.
Aber mein Gott, was will man machen? So, jetzt ist hier, ja, mit R2, ja, da dreht der Michi sich, ja, das ist sein Angriff. Und hier die Mine. Zack, zack, zack. Ja, könnt ihr hier schießen. Ja, jetzt könnt ihr hier Angriffe starten. So, hier könnt ihr jetzt die Mina ruhig hier stehen lassen und mit dem Michi hier einfach durchgehen. Wie ihr seht, mir passiert da gar nichts. Der ist da voll immun. Da haben wir jetzt einen goldenen Schlüssel eingesammelt. Das haben wir jetzt nur gemacht wegen der Trophäe. Den brauchen wir also nicht für irgendeine Tür oder so. Das war rein nur für die Trophy. So. Weiter geht's. Zack, zack. Ja, also macht wirklich sehr, sehr Spaß. Also, hätte ich nicht gedacht. Ich denke, zu zweit macht das noch viel mehr Spaß. So. Okidoki, jetzt gehen wir mal hier runter. Sobald wir hier durch sind, jetzt machen wir hier erstmal einen Kill. Zack, zack. Gibt's die nächste Trophy für. Dann gehen wir hier nach rechts. Jetzt haben wir hier das Tor geöffnet und sammeln hier das Herz ein. Gibt's die nächste Trophy, More Health. Ja, oder Hilf oder keine Ahnung. Ja, mein Englisch ist nicht so besonders gut. Ich hatte leider Französisch früher in der Schule. Obwohl ich das auch nicht mehr kann, aber ja, ich hätte lieber Englisch gehabt. Aber ja, habe auf jeden Fall noch vor, das Ganze noch etwas zu lernen mit dem Englisch da, weil ja, man braucht es halt doch schon immer öfter, wie ich immer wieder feststellen muss. So, jetzt sammeln wir uns hier mal die nächste Trophäe. Gehen wir erstmal mit der Mine auf den Button hier. So, hier wenn möglich nicht beide auf einmal töten, ja, na. Erst einen, so, dann gehen wir wieder hoch, stellen uns mit dem Michi da drauf, gehen da runter. Jetzt lassen wir uns hier mal treffen. Gehen mal hier dann durch den Busch, sammeln den Apfel ein und haben hier ja, die nächste Trophy bekommen. Ja, also wie gesagt, einfach da durch den Busch laufen, wenn ihr getroffen seid. Dann sammelt er da so einen Apfel ein und ja, bekommt die Trophäe hier. So, und dann können wir hier durch. So, hier, oh, Moment. Am besten erst mit dem Michi hier rein. Hier die killen. Zack. Dann hier hoch. Ja, da wartet das nächste Rätsel. So, den hoch. Na. Dann rüber. Ja, dann den da runter. Dann mit der Mina so beiseite schieben. Und das Ganze machen wir hier natürlich auch wieder. Zack. Zack. So, und jetzt haben wir da unten ein weiteres Item freigelegt, quasi das Tor geöffnet. Können wir durch. Da gibt es dann die nächste Trophy. More Energy. Sehr nice. So. Dann stellen wir uns da auf den Button und gehen da durch das Tor. So, jetzt geht es hier unten weiter. Ja, ihr seht, wieder das gleiche Spiel. Den da hoch, den da rüber, den parken wir da, zack, so, hier wieder dasselbe Spiel, so, den jetzt darüber und jetzt sammeln wir einfach nur hier diesen silbernen Schlüssel ein und dann können wir das Ganze hier wieder verlassen, mehr haben wir hier nicht zu tun. Jetzt da hoch durch das Tor. So, da kommt der erste Boss direkt mit Michi hier ran. Ja, wie gesagt, der ist da voll immun. Dann ist das ratzfatz hier erledigt. Ja, gibt es die nächste Trophy. Sammeln noch das Item hier ein. So, hier am besten erst da mit dem Michi da vorgehen. Ja, Gegner eliminieren. So, ich glaube, da haben wir schon das Tor geöffnet. Wow. So, dann ziehen wir ein Stückchen hier nach und dann gehen wir da oben rein. So, hier wieder selbes Spiel. Alle Gegner töten. Das ist ganz wichtig, weil sich sonst auf der anderen Seite später das Tor nicht öffnet. So. Dann können wir uns hier mit der Mine draufstellen. Gehen wir erstmal hier rein. So, dann da hoch. Ziehen mit der Mine nach.
Gegner eliminieren. Zack. Dann können wir hier durch das Tor. Und hier selbes Spiel natürlich wieder. So, dann schieben wir hier die Blöcke. Einmal nach links. Den hier einmal nach rechts. Den in der Mitte einmal nach rechts auf den Button hier. Und dann gehen wir hoch. Und selbes Spiel wie unten. Den da nach links. Den anderen nach rechts. Zack. Da ist das Tor da oben auf. Jetzt müssen wir hier ein bisschen mit der Mine nachziehen, damit wir da oben durchkommen. Und hier stellen wir jetzt die Mine hier auf den Button. Zack. Töten die hier alle, damit sich das nächste Tor öffnet. Tschüpp. So. Gehen wir da hier raus. Dann da rein. Und jetzt machen wir hier wieder ein bisschen Rätsel. Ja, ich bin ja dabei hier. So. So, lassen wir die Mine auch mal. Na. So, dann können wir hier den Schlüssel an uns nehmen. Und können das Ganze dementsprechend... ja, ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, wir sind fertig. Jawohl. Jetzt müssen wir hier wieder komplett zurück. Ja, am besten stellt er die Mine hier ins Eck. Jetzt könnt ihr da mit Michi ganz getrost hier, gechillt, hier runterlaufen. Ja, oh, das war enge Kiste hier. Ja, die Mine immer gut beschützen. Die kann zwar auch schießen, aber wie gesagt, der Michi ist immun. Ja, warum soll man da was riskieren? Na. Also ihr seht, manchmal bin ich da auch ein bisschen, ja, verwehrt mit den zwei Charakteren. Aber wie gesagt, kommt nach der Zeit. Manchmal weiß ich nicht mehr, wer ist, wer wo ist. So, jetzt hier runter. Zack. Zack. Ja, den da noch. Zack. Zack. So, jetzt sind wir hier wieder in der großen Halle quasi, wo wir gegen den Boss gekämpft haben. Jetzt gehen wir diesmal nach oben. So, einen Charakter stellen wir da rechts auf den Button, gehen mit dem anderen hoch, durch das Tor hier. Und dann hier nach links auf den anderen Button. So, jetzt können wir hier mit der Mine nachziehen. Können hier nach oben. So, jetzt kommt schon gleich wieder... der letzte Bossfight und dann sollte die Platin schon uns sein, wenn ich da nichts vergessen habe. Oh. Na, oh, das da war... ist die kleine Mina da ein bisschen zu schnell da vorwärts. So. Den Bosskampf müssen wir auf jeden Fall mit der Mine machen. Ja, und wir müssen jetzt direkt ausweichen, denn wir werden da direkt angegriffen. Ja. Und müssen da immer ausweichen und auf den schießen. Ja, das ist so ein Viereck, keine Ahnung. Aus was er da besteht. Ja, seht ihr ihn schon? Ja, jetzt bin ich da einmal rein schon. Weil ich den falschen Analogstick betätigt habe. Ja. So, immer hier ausweichen, auf ihn schießen. Das war eng. Hat mich leider erwischt. Dieser Wicht. So, da haben wir ihn schon. Another Boss. Ja, das ist auch die Trophäe für. Und da ist unsere begehrte Platin. Platinum Friendship. Ja, nice. Sehr, sehr nice. Cool. Dann habe ich mir alles noch gut behalten. Nach zweimal durchspielen. Ja, haben wir die Platin hier erreicht. Sehr, sehr nice. Ja, Leute, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Game. Ja, ich denke, ich werde das zwischendurch mal... ja, ich glaube, ich werde das noch weiter zocken. Ihr könnt das noch weiter zocken. Ja, ihr könnt das jetzt hier noch einsammeln. Ihr könnt weiterspielen. Ihr könnt noch in den Sommer da rein, ja, wie ihr das wollt. Ich gehe jetzt hier einfach mal nach rechts. Ich zeig's euch. Ja, jetzt seid ihr hier im Winter zum Beispiel. Könnt ihr hier noch ein bisschen rumgamen. Also es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ja, für zwischendurch kann man ruhig mal ein bisschen zocken.
Ja, dann hoffe ich konnte euch wieder ein bisschen behilflich sein, hier die Platin zu bekommen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren und Glocke aktivieren. Und wäre natürlich schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und Servus.